Weapons online. All systems nominal. Moin Leute, willkommen bei Sex Games and Rock'n'Roll. Unterwegs bin ich heute in Spider 5K in der Champion-Variante. Auf Anfrage zocke ich das kleine Gerät. Ihr habt mich gewiss schon mal im 5K gesehen mit einem Bild, der dem hier quasi komplett entspricht, nämlich 4 Machine Guns und einen Extended Range Large Laser. Allerdings ist die Kiste hier ein bisschen schneller als das, was ich in meinem Hangar habe. Ich werde meinen vielleicht nebenher nochmal anpassen, aber jetzt muss ich erstmal abchecken, ob ich überhaupt mit MGs dann mit dieser hohen Geschwindigkeit klarkomme. Denn das, was ich im Hangar habe, ist nochmal so, ja, 15 oder 20 km/h langsamer. Von daher ein bisschen gechillter angehen das Ganze. Mal gucken, ob das was wird oder auch nicht. Woo! Was ich natürlich wieder über alles liebe, das Teil hat halt Jump Jets. Das ist so geil. Jump Jets sind sehr cool. Vor allem, wenn man ein bisschen die Zeit überbrücken möchte, bis hier mal ein bisschen was an den Start geht. Denn zum Gameplay mit dem Extended Range Large Laser kann man gewiss schon mal auf lange Reichweite den Feind ein bisschen piesacken. So wie auch gegebenenfalls sogar tatsächlich irgendwo schon mal die Panzerung komplett runternehmen. Oder wenn man ganz viel Glück hat und der Gegner ist angefressen, also schon mal ordentlich angeschossen, irgendwo was kaputt machen. Mag ich aber eher zu bezweifeln. Dafür hat man nämlich dann die Machine Guns dabei. Das sind ja mitunter die Crit-Fakesen oder die geilsten Crit-Waffen zusammen mit der LB-10XAC. Und deshalb sollte man sich erstmal ein bisschen zurückhalten, bis der Feind schon mal ein bisschen angesäbelt ist, also irgendwo keine Panzerung mehr hat. Denn kritische Treffer erreicht man nur, wenn der Gegner irgendwo keine Panzerung mehr hat, was wir dann vollkommen ausnutzen werden, denn mit unseren 4 MGs. Der Champion Blackjack. Die Kiste ist einfach nur saumäßig gefährlich. Was ich, um ehrlich zu sein, nicht so ganz verstehe. Die Leute haben mir erst angefangen, den Blackjack in dem Bild zu zocken, seitdem man es bei NGN schon mal gesehen hat, so wie ein pures Long-Range-Missile-Katapult. Komme ich da wohl schnell genug ran? Ich vermute ja mal nicht. Also bei NGN hat man den mal, also No Guts, No Galaxy, hat man mal den Bild gesehen von dem Champion Blackjack, so wie auch dann bei IGP selber im Twitch-Stream. Aber irgendwie zuvor, obwohl ja die Möglichkeit besteht, ich habe ja auch schon ein Video damit hochgeladen, haben es nicht sonderlich viele Leute gemacht, was mich echt wundert, weil der Bild ist einfach unfassbar stark. Ah, gut, dass ich hier abgehauen bin. Da vorne, da wäre nämlich ich gewesen. Also ich muss ja zugeben, dass es mir sehr schwer fällt, mich mit diesem Mech jetzt erstmal zurückzuhalten, weil der ist so unfassbar schnell. Ist halt ein Light Mech mit Jump Jets und sowas. Der will irgendwo mehr noch mit an der Front sein, direkt instant voll mit am Start, aber man muss sich echt erstmal zurückhalten. Das ist für mich persönlich manchmal sehr schwierig. Target acquired. Ein Triple Shield ist schon an der Front und jetzt bewegt sich mein Team hier langsam. Das ist ziemlich cool. Yeah. Haha. Ich stehe beim Atlas auf dem Deckel. Ich liebe sowas. Irgendwann will ich sowas auch nochmal umgekehrt haben. Atlas, der auf einer Spider steht oder auf einem Jenner. Möglich ist das nämlich definitiv. Oh, jetzt bin ich hier runtergefallen. Dann können wir ja mal zumindest abchecken, was hier so am Start ist. Der Spider. Champion Spider, genauso wie das, was ich hier fahre. Nun gut, mal weiter abchecken. Oha, 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 oha. So, jetzt heißt es aber immer noch weiter sich zurückhalten. Mit dem Large Laser einfach schon mal zuarbeiten. Da hat man ja das... Oh. Glück gehabt, ey. Sekündchen später losgelaufen und ich hätte die volle Salve abgekriegt. Wow. Oh, den Jagermec, den könnte ich mir schnappen. Na, der ist aber gleich schon hinüber, bis ich ankomme. Oder auch nicht. Oh mein Gott, was ist da los? Dann mal raus aus dem Zoom und Machine Gun zu Ruf halte. Ach, jetzt ist er natürlich hinüber. Und ich bin hier ganz alleine. Mein Team folgt so langsam. Auch mit Heavy Door denn.
Seal Car. Oh ne, hier nehmen wir Beta. Einfach mal Ruffhalte mit der MGs. Mist, und jetzt werde ich hier... Oh Mann, Alter. Die erwischen mich aber ganz gut mit ihrer Bewaffnung, was auch immer das alles am Start ist. Boah, das hagelt hier richtig. Und Raketen kommen. Und irgendjemand hat mich voll im Cockpit erwischt. Einmal abchecken, was wir hier so haben. Der Highlander ist noch ganz gut. Der ist aber einmal überhitzt. Yes, Sir. Hinten die Panzerung erstmal eben direkt weggenommen. Das ist schon mal saumäßig gut. Aber jetzt will ich mich gleich der Highlander entdecken. Der andere Katapult ebenfalls. Ein bisschen gestresst habe ich es jetzt auf jeden Fall. Mr. Highlander. Ach, schade. Dann werde ich mal weiter den Katapult hier stressen. Dafür ist das Ding nämlich auch wunderbar geeignet. Oh, irgendwas mit Lasern verfolgt mich hier. Cataphract. Lasers. Oh, und Raketen kommen jetzt. Dann sollte ich mal lieber ein bisschen wieder zusehen. Wobei mein Team jetzt eigentlich auch immer hinterherkommen könnte. Ich habe hier eigentlich genug mich in die Bresche geworfen, um zu stressen. Ja, zumindest ein Assist abgestaubt. Ich konnte jetzt leider nicht so ganz die kritische Trefferballerei präsentieren, also dass ich meinen Gegner richtig zerfetzt habe. Allerdings kann man mit MGs wirklich wunderbar Gegner stressen. Und ihr seht auch, wenn man wirklich konzentriert Dauerfeuer auf eine Stelle machen kann, wie beim hinteren CT von dem Katapult, da kann man richtig krass Schaden mit anrichten. Wenn ich die Tage nochmal dazu komme, nehme ich gegebenenfalls noch ein Gameplay-Video mit dem kleinen Kollegen auf, wo ich dann vielleicht auch nochmal ein, zwei Kills abstauben kann. Aber so grundlegend die Basics damit sind da, glaube ich, rübergekommen. Man kann mit dem Teil halt echt unfassbar viel Spaß haben und vor allem den Gegner stressen. Wenn ihr euch den gekauft habt, dann könnt ihr auch zum Beispiel durch die Gegnermassen rennen und ein UAV starten erstmal. Da bekommt ihr massiv viele UAV-Assists und mit den MGs die ganzen Gegner einmal so kurz behaken, während ihr eure Runde dreht und euch dann wieder aus dem Staub machen. Das gibt auch nochmal halt wirklich einen Kill-Assist, weil ihr damit mit der MG ausreichend oft drauf geschossen habt. Das ist wirklich wunderbar, um auch mal Credits zu farmen tatsächlich. Und in diesem Sinne, Leute, haut weg, traumhaftes Wochenende. Man sieht sich online.